So, Sie sind der Herr Meier? Genau, Herr Meier. Britta Landwehr, hallo. Ich werde heute das Gespräch mit Ihnen führen, Herr Meier. Dann dürfen Sie einmal mitkommen. Okay. So, Herr Meier, dann dürfen Sie einmal Platz nehmen, bitteschön. Dankeschön. Ja, schön, Herr Meier, dass das heute geklappt hat, dass Sie zu uns gekommen sind. Bei der Auswahl des Ausbildungsberufes, Sie haben sich bei uns jetzt auf die Ausbildung als Fachinformatiker beworben. Wie kam es dazu, dass Sie sich für diesen Beruf und diesen Berufszweig entschieden haben? Also ich interessiere mich ja seit einigen Jahren für Hard- und Software und habe dann auch einige Praktikas gemacht in verschiedenen Firmen. Und da konnte ich zum Beispiel bei der Ausstattung von der Hard- und Software von verschiedenen Arbeitsplätzen mithelfen. Und ich konnte auch den Kollegen über die Schulter schauen bei der Erstellung eines Servers. Und da gab es auch einige Azubis, mit denen wo ich mich viel unterhalten habe und die, wo mir den Beruf nochmal näher erklärt haben. Ja, das ist ja klasse. Das hört sich ja schon gut an. Da haben Sie ja schon so ein bisschen Erfahrungen sammeln können und Einblicke bekommen. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich jetzt bei uns beworben haben für die Ausbildung? Bei einer Ausbildungsmesse letztes Jahr bin ich auf Ihr Unternehmen aufmerksam geworden und habe dann auch mit einem Ihrer Kollegen über das Unternehmen geredet und er hat mir gesagt, dass Sie Fachinformatiker suchen und ausbilden und aus diesem Grund habe ich mir dann gedacht, bewerbe ich mich bei Ihnen. Ja, sehr schön. Haben Sie sich woanders auch auf einen Ausbildungsplatz beworben? Ja, ich habe mich noch in zwei anderen EDV-Unternehmen beworben. Okay. Welche beruflichen Ziele und Pläne haben Sie denn nach der Ausbildung? Ich möchte einen Einblick in allen möglichen Bereichen von der IT bekommen. Und ich wünsche mir, dass die Kollegen auch hilfsbereit sind und mir weiterhelfen, falls es Probleme gibt. Und wenn ich dann ausgelernt habe, möchte ich mich weiterbilden und meine Kenntnisse nochmal verfeinern. Und freue mich dann, wenn ich in einigen Projekten meine Kenntnisse auch einbringen kann. Ja, das hört sich ja interessant an. Wenn ein Freund von Ihnen oder Ihr bester Freund, wenn ich den jetzt fragen würde, wo Ihre Stärken und wo Ihre Schwächen liegen, was würde der mir denn sagen? Also mein Freund würde sagen, dass ich bei Problemen und Herausforderungen trotzdem ruhig bleibe und strukturiert vorgehe. Vor einigen Wochen hatten wir in der Schule sehr viele Tests und ich und mein Freund musste auch ein Referat vorbereiten. Und wenn der eine Test rum war, musste mir gleich für den nächsten Test lernen. Aber ich habe es trotzdem geschafft, meinen Zeitplan so einzuteilen, dass ich mein Referat noch gut vorbereiten konnte, jeden Tag Zeit für das Referat hatte. Ich interessiere mich auch für Technik. Zum Beispiel in meiner Freizeit baue ich oft mit Lego-Technik. Und die Teile, die ich baue, kann ich auch programmieren und dann fernsteuern. Ja. Aber ich habe Schwierigkeiten mit Texten, vor allem im Deutschunterricht, Aufsätze schreiben und Texte verfassen. Ja. Okay. Haben Sie Geschwister, Herr Meier? Ja, ich habe eine kleine Schwester, aber sie geht noch in die Grundschule. Und ab und zu helfe ich ihr mit Schulaufgaben. Zum Beispiel in Mathe tut sie sich schwer. Okay. Und ab und zu spiele ich auch mit der Lego-Technik mit ihr. Ja, und dann verbringen wir ein wenig Zeit miteinander. Das ist sehr schön. Sie haben geschrieben, dass Sie Fußball spielen. Welche Positionen haben Sie denn beim Fußball? Ja, ich habe sehr lange im Mittelfeld gespielt. Aber seit letztem Jahr haben wir Trainermangel. Und deswegen habe ich meinen Trainerschein gemacht. Und jetzt trainiere ich die G-Jugend. Ah, okay. Das ist ja interessant. Haben Sie denn noch Fragen hinsichtlich der Ausbildungsstelle? Ja, ich hätte eine Frage. Bei unserem Telefonat kürzlich sagten Sie, dass der Standort von der Berufsschule noch nicht feststeht. Und wissen Sie den mittlerweile? Ja, der Unterricht findet in Blockform statt und findet in der Berufsschule in Ludwigsburg statt. Und dann haben Sie immer so 2 Monats-Blocks, in denen Sie dann in der Berufsschule auch sind. Okay, sehr gut. Und wie ist die Chance, dass ich bei Ihnen übernommen werde, also nach der Ausbildung? Die Chancen sind sehr groß.
Wir suchen ja Fachinformatiker, auch langfristig. Ja, dementsprechend ist die Chance sehr groß. Haben Sie noch weitere Fragen, Herr Mayer? Eigentlich nicht, danke. Herr Mayer, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann würde ich mich jetzt nochmal mit unserem Ausbilder auch absprechen und würde mich dann im Laufe der nächsten Woche bei Ihnen melden, sodass Sie dann auch die Rückmeldung von uns bekommen. Ja? Ja, perfekt. Super. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch Ja, gleichfalls, danke. und auf Wiedersehen. Tschüss.